So, Car Wash in Türkei. Mit frischem Bergquellwasser. Also hier in Dimchai haben wir überall die Berge, egal wo man hier ist, rundherum überall die Berge. Es ist einfach wunderschön. Und gibt es lauter solche schöne Cafés. Eins ist schöner nach dem anderen. Merhaba! Merhaba, Abla! Was ist denn? Was ist denn, Abla? Oh, die hat aber schöne blaue Augen. Merhaba! Wow, ileri nasıl olduk? Teşekkür ederiz. Bu ne? Çiçek. 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 Evet. Mor çiçek. Mor. Sarı çiçek. Mor çiçek. Sarı çiçek. Mor çiçek. Sarı çiçek. Aa. Çıkmış mı bunlar araya? Eskiden çok toplardık. Şimdi Selda gördü. Aynen. Selda'cığım, evet. Şu tarafa döndürelim hayatım. Şu tarafa döndürelim. So then, kolay gelsin abla. So, gute Freunde aus Deutschland von mir sind aktuell in Alanya Urlaub machen. Genau, wir sind heute nach Dimchai gefahren und hier in Dimchai ist ja riesengroß, befindet sich Kestel und hier gibt es unendlich viele schöne Dimchai-Cafés, wo man ganz traditionell auf dem Boden sitzt, mitten auf dem Wasser und das hier mitten in den Bergen. Es ist eine wunderschöne Stimmung, es läuft überall türkische Musik und so langsam ist hier auch ein bisschen was los. Es wird immer mehr. Es sind schon einige Touristen aktuell hier in Alanya. Ja, und es ist tatsächlich so, dass ein Dimchai-Café nach dem anderen, also eins ist schöner als das andere. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man wirklich hingehen soll. Das heißt, einfach immer der Nase nach und irgendwann mal anhalten, wann einem danach ist. Und wir haben uns jetzt hier nochmal einen Kaffee bestellt und was Süßes. Werden gleich jetzt hier noch ein bisschen die Zeit genießen. Ja, und ich zeige euch einfach mal, wie es hier so aussieht, was man hier so machen kann. Und genau. Ja, dann nehme ich euch wie immer mal wieder hier mit und genieße einfach die Zeit mit euch, möchte ganz viel Schönes teilen und vielleicht den einen und anderen inspirieren. Wer wird's? Das ist mein erstes Dimchai-Video. Ich war noch nie hier in sowas. Man sitzt hier quasi ja, auf so einer wunderschönen Ecke, ganz traditionell, wo du hier direkt auf dem Wasser sitzen kannst. Dort oben haben die sogar so schöne Baumhütten und dort haben die solche Ecken direkt auf dem Wasserkanister, wo du direkt auf dem Wasser drauf bist. Oh mein Gott! Eine Pepsi, Baba, eine Pepsi, die Kaffee. Ist okay. Lecker. So, da hinten die Katzenfutter, aber die kommen jetzt hier trotzdem an den Tisch, weil die auch Baklava haben wollen. Ja, das ist eigentlich handgemacht. Ja, süße, dicke Puppe. Oh, oh mein Gott, ist das ein Pummelchen, ne? Kann sich auf jeden Fall ganz chillig in diese schönen orientalischen Ecken legen, hinsetzen, alles was man möchte. Ich finde das schon sehr bequem hier. Oh nein, guck mal, wie süß!
oder? Sonra biz yapıyoruz. Ich wollte euch unbedingt mal empfehlen. Keçi boynu. Keçi boynu. Harnop. Bir tatlı. Tatlı. Biz candles. Gibt es Honey. Ah, Honey. This is echt Vitamin. Türkisch Viagra. Was? Okay, ich habe nichts gehört. Türkisch Viagra. Okay. Warum fokussiert er das denn jetzt nicht? So sieht es dann aus, da ist so ein Saft drin. Das ist nur Essen. Ah, einfach nur so pur? Ja, wie ein Honig. Pur, ah, wie ein Honig kann man essen. Ja, kann man auch essen. Ah, güzel. Evet. Das ist auch gut für hier, für Grip. Ah. Für alles. Ja, ah, für Hasta. Für Hasta. Mm. Sehr schön. Oh ja. Nicht, dass mein Zahn noch abbricht. Lecker, da? Eine Kilo ist 40 Lira. Eine Kilo 40 Lira. Ja, ja. Mm. Wir haben noch 25 Lira. Mhm. Halbe. Mhm. Eine Liter ist 50 Lira. Mhm. Oh, wie Karadut Sirupa. Ja, das Karadut. Mm. Next week, yeah. I will buy my car to you. Yeah. When I come here with my sister, next week we will buy. I love it. Cool. Coconut suit, wa? Ah, io, ok. Decorazione. Ah, şimdi dekorasyon ama sonra? Sonra gelecek. Sonra gelecek. Tabii. Ah, süper. Ceviz ve bu ne kadar? Evet. Ne kadar? Bunları satmıyoruz normalde. Orijinal. Orijinal. This comes from Antep. Von Antep? Yeah. Oh. Ah, güzel. Okay. It's for Kaffee. Yeah. Türk Kaffee. Türkisch Kaffee. Güzel. Super. Oh, und Weintraubenblätter. Ewe Zetin. Ah, super. Aber ist nass. Mhm. Ist nass. Marmalade. Yeah. Inside Marmalade ist sehr schön. I know that. I use it always. Mm. This is supposed to be Bu ne? Bu bir buna biz yağ gülü diyoruz. Yağ. Mm. Ve çay. For çay. Öl. Chuksivim, I love it. Ah, in Marmelade macht man das hier rein. Oh, super, it's very fresh. Ja. Uh-huh. Hier kommen neue Bananen raus. Papaya. Das ist Papaya. Also wir haben sehr tropisches Klima hier und es hört sich auch an wie im Dschungel. Ich finde auch diese riesen Blätter so schön. Wahnsinn. Guck mal hier, wie groß der hier ist. So
einen abreißen und dann hast du dann für den Strand schon mal einen Sonnenschutz, ne? Statt einen Sonnenschirm zum Beispiel. So, das hier ist das Mutterleib. Hier kommen quasi dann immer die ersten Bananen raus. Genau, und da haben wir dann die Bananen, die dann so wachsen. Also das hier kommt immer als erstes und aus der her kommen dann die Bananen. Und zweimal im Jahr werden die Bäume gefällt, alle 6 Monate. Und dann wird er gefällt. Aus einem Baum kommt immer noch ein zweiter. Seht ihr hier, das ist jetzt schon das zweite Stück, der ist jetzt noch klein. Und dann wachsen die. Und wenn der dann wieder größer ist, wird der hier dann gefällt und so geht es dann ewig weiter. Dass aus einem Baum immer noch mal ein zweiter herauskommt. Hier kann man das zum Beispiel ganz gut sehen. Der wurde gefällt und der hier ist entstanden. Wirklich so viel reicht. Die machst du dann so ganz klein. Mhm. So. Und wirfst es einfach in die Pfanne. Ah, das riecht auch wirklich sehr, sehr frisch. Mhm. Das riecht auch tatsächlich so ein bisschen wie bei dem Earl Grey Tee, auch zum Beispiel wie von Lipton oder so. So eine zitronige, lissige Note. Und diese Blätter kann man sich dann frisch in den Tee mit reinmachen und dann bekommt er halt eben diese gewisse Note. Ich habe es auch gerade mal probiert. Es ist im Nachhinein so ein bisschen sehr trocken und bitter, aber trotzdem immer noch frisch. Für deinen Schwarztee in der Türkei frische Kräuter, cool. Meine Geschwister und Nichten und Schwäger aus Deutschland sind zu Besuch und ich habe die natürlich hier nach Dimçaya gebracht. Bademçala. Bademçala. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Bademçala. Bu Ademçala. Bademçala. Okay. Ja, probier mal.